Hallöchen, ihr magischen Miesmuscheln. Heute machen wir mal ein ganz spezielles Special-Video. Und zwar ein React vom lieben Janne. Kanal ist selbstverständlich ganz brav in der Videobeschreibung verlinkt. Und er hat ein Best-of über mich erstellt und ich bin mal gespannt. Also erstmal Vollbild das Ganze hier. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Viel Spaß. Geiles Intro an der Stelle, aber ich kenne das da bereits. Bescheuert. Auch geil, dass er direkt irgendwie in sein Intro reingebreakt hat, hier irgendwie von wegen bist du bescheuert. Gefällt mir jetzt schon. Hervorragend, ich sage, knaller Typ, also macht wirklich gute Videos, guten Schnitt, super Typ, dufter Typ, wirklich sehr sympathisch, also schaut unbedingt mal vorbei und gönnt ihm gerne mal ein Like und ein Abo. Ohne Witz. So Leute, ich habe mir gedacht, dass ich heute mal einen Idiotentest mache, um zu gucken, was für ein Hi-Opa ich eigentlich bin. Okay, das kann jetzt schon mal peinlich werden. Ich hasse Inter und ich liebe Juve. Ja, ich weiß ja, was jetzt kommt, ne? Also, wie gesagt, ich hasse Inter und ich liebe Juve und ich habe mir gedacht, weißt du was, aus Prinzip Juve. Forza Juve, Merda Inter. Ja, also, naja. Leck mich doch am Sack. Das ist genau das, was ich gedacht habe. Weil ich meine, Drecks Inter hat uns die 10. Meisterschaft in Folge versaut. Ja, ich weiß, heulen auf großem, auf hohem Niveau ist, ihr könnt mich alle mal, ist ein bisschen Bayern-Style, weißt du, aber ich meine, naja, den 11. Titel hätte man wegen jemand anders holen können, dann weißt du, aber so 10 Titel nacheinander wäre schon cool gewesen. Und diese Saison gerade mal so die Champions League Quali geschafft, so Platz 4 und so. Und da muss auch noch unser größter Rivale Drecks Inter Meister werden. Das ist, ey, krieg so einen Blutdruck, ey. Das ist unfassbar. Ich hatte Traum ab, wie viele sitzen noch da? Ich würde mal sagen, wenn er schießt, dann hauen die alle ab. Also wirklich zumindest machen, wenn ich eine Taube wäre. Ja. Fühle ich 10 von 10, fühle ich 10 von 10. Das ist nur, dass ich nicht Donkey Kong fahre, sondern Bowser, aber fühle ich echt mega, ey. Ach, herrlich, ey, das ist... Ey, das... Safe, kannst du so schneiden, aufnehmen irgendwie und Szene mit gegen mein Besten irgendwie. Das ist original wir beide, ey, ohne Witz. Ich liebe den Typen, aber er geht mir schon ganz gerne mal auf den Sack, weißt du? Naja, beste Freundschaft seit 20 Jahren, was willst du machen? Es ist aber eher Hackes, ich fix noch moi. Du hast ein Haus, bei dem alle Wände nach Süden zeigen. Es kommt ein Bär vorbei. Welche Farbe hat er? Also vielleicht Hubschraubär? Kugelschreibär oder Bärbel? Ne? Ich muss mal dazu sagen, ich bin auch jemand, der bei Kicktipp zum Beispiel unglaublich selten auf Unentschieden tippt. Also habe ich bis jetzt vielleicht 5-mal in meiner Karriere, in Anführungszeichen Karriere gemacht. Entweder Sieg oder Niederlage, entweder ganz oder gar nicht. Ne? Und da habe ich gedacht, so komm, Christen sind, Abwehrspieler sind normalerweise günstiger als Stürmer, aber ich denke so Monaco gegen Chelsea, da wird... Christen sind vielleicht ein paar Millionchen mehr kosten und deswegen dachte ich, komm, dann ist er höher. Ne? Und was passiert? Jetzt kommt's. Hast du Gase eingeatmet? Sag mal, bist du nur noch krank? Ja? Was sollen wir jetzt machen? And its name is John Cena. Geburtstag hat der Mensch ja einen. Also, einen Tag, an dem man geburt wurde, ganz genau. Ey, hallo, Gehirn funktioniert. Ich sag ja, der Typ, ey, der hat's raus, ey, der, also...
Janne, du bist der Knaller, weißt du? Du hast echt Humor, ohne Spaß, ey. Also, du hast eigentlich echt viel mehr Aufmerksamkeit und viel mehr Abos verdient. Also, ohne Spaß. Ey, Gehirn, funktionier. Knaller. Was Süden, wohin fliegt der Rock? Fliegt der Rauch, soll schon der Rauch. Ja, ich würde sagen, gar nicht, weil es elektrisch ist, du Affe. 30 Uhr. Ach ja. Ach ja. Ja, danke für dieses Best-of. Geil. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Mega Knaller. Wie gesagt, ich werde euch den Kanal verlinken. Und könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Würde mich sehr freuen. In dem Sinne, haut rein. Und Tschüssikowski, Tüdelü und Cheerio.